Liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ja, in der heutigen Folge geht es genau um das Stück hier, ja, um diesen Bogen. Wofür brauche ich das? Ja, ich will mir demnächst einen Schaukelstuhl bauen und da möchte ich die Kufe bauen dazu, oder die Kufen. Auf jeden Fall habe ich das getestet hinter der Kamera. Es hat gut geklappt. Es ist wirklich sehr stabil dafür, dass es wirklich so ein billiges Holz ist. Eiche ist ja ein härteres Holz und das werden wir diesmal hier gemeinsam machen. Legen wir los. So, ja, hier sehen wir schon die Form, die ich mal schon gestern gefertigt habe. Ich habe jetzt hier zwei Siebdruckplatten genommen, wo ich jetzt eine Gesamtstärke von 4,4 cm habe. Und die dann miteinander verschraubt, die Bohrungen dazu gemacht. Mit einem 35 mm Forstnerbohrer habe ich 5 Bohrungen gemacht. Ihr könnt natürlich auch mehrere machen. Dann habe ich das an der Bandsäge schön langsam habe ich diese Form ausgeschnitten. Was ich aber noch empfehlen kann, wo ich, das habe ich natürlich auch woanders gesehen, dass man die Fläche hier mit Kork abkleben kann, damit, wenn wir dann nachher das Holz nämlich draufpressen, keine Abdrücke haben. Wenn ihr wirklich so harte Kanten hier drauf habt, dann presst ihr diese Kanten natürlich auch in das Holz rein und das sieht dann natürlich hässlich aus. Das tun wir erstmal auf Seite und kommen als nächstes zum Zuschnitt der Leisten. So, wir wollen ja jetzt erstmal ein paar dünne Streifen zusägen. Am liebsten wäre es mir, dass die alle gleichmäßig sind. Es gibt da natürlich Vorrichtungen, die man sich bauen kann. Da kenne ich eine von Michael. Da kann man wirklich wiederholgenaue Streifen zusägen. Dazu bin ich jetzt erstmal zu faul. Jetzt werde ich mir das mal so anlegen. Die Stärke der Leisten, da gucke ich erstmal außen, haben wir so ungefähr 2 mm. So, da ich das jetzt alles wiederholgenau machen möchte, werde ich jetzt einmal mir diesen Winkelanschlag nehmen, diesen Queranschlag, den ich mir jetzt hier dran fahre. Ich habe das natürlich schon mal eingestellt, schiebe das Holz hier ran und schaue, wie dick die Streifen sein sollen. Das sind in dem Fall ungefähr so 2-3 mm. Habe hier diesen Anschlag genau da am Holz dran. Ziehe mir das alles fest, dass hier nichts mehr verrutscht. Und dann mache ich den ersten Schnitt. So, ein weiterer Vorteil an dieser Sache ist, dass das jetzt auch wirklich geführt wird an der Stelle. Man kann natürlich jetzt hingehen und sagen, okay, ich schiebe das jetzt mal ein bisschen vor. Dann haben wir hier wirklich vom Sägeblatt aus, man kann das natürlich auch so hinstellen, aber wir wollen ja hier den Abstand ermitteln. Dann würde ich sagen, machen wir das so, probieren das mal so aus. Jetzt schieben wir, nehmen wir unseren Parallelanschlag und dann klopfen wir das Holz quasi zur Kante. Gucken, ja, ob das geht. So, und dann fangen wir an, den weiteren Schnitt, den zweiten Schnitt zu machen. So, und hier haben wir jetzt zwei dünne Streifen zugesägt. Ich will jetzt aber trotzdem mal prüfen, ob die auch gleichmäßig sind. Wir haben jetzt hier 3,2 mm. Und hier sind es
exakt, wirklich exakt 3,2 mm. Leute, ich kann euch diese Technik empfehlen. Das ist echt geil. Jetzt haben wir unsere Streifen zugesägt. Alle gleichmäßig, wunderschön. Was mir aber jetzt gerade auffällt, ich habe jetzt mal das Päckchen aufgelegt und habe hier ein paar minimale Unebenheiten gesehen. Ich tue mal gerade die Leisten auf Seite. Ich habe ja jetzt hier so eine Anti-Rutschmatte. Die ist ein bisschen weich, aber ich hoffe, dass ich damit diese feinen Unebenheiten etwas ausbessern kann. So. Panzertape. Okay, wir hätten jetzt die Form und jetzt schaue ich mal und sehe, dass da keine einzige Unebenheit mehr zu sehen ist. Jetzt können wir eigentlich auch schon mit dem Verleimen anfangen. Ich habe hier so einen Spachtel. Mit einem Spachtel sollte das Ganze etwas einfacher gehen. Nehmen wir uns mal den Leim über das Holz. Ja, ich weiß, da ist jetzt ein Spalt. Der ist jetzt offen und das Leim und der Leim, der läuft da jetzt dazwischen. Aber das ist mir jetzt egal, wir werden das gleich wegwischen. Ich mache das jetzt mit dem Spachtel schön. Jetzt nehmen wir uns mal den Pinsel. Machen wir hier vorne ein bisschen Leim drauf, damit das schön rüberflutscht. Jetzt kommt der Moment, alles schön eins nach dem anderen übereinander legen. Das hätte man jetzt nicht verleimen brauchen, aber ist nicht schlimm. Dann tun wir das ganze Paket erstmal zusammendrücken. Dann werde ich erstmal ein paar kleine Klötze nehmen, und zwar die ich auch schon vorbereitet habe. Legen uns jetzt die Leiste drauf und das Paket. Na, das Ganze schon mal ein bisschen zusammenlegen. Je bündiger das jetzt ist, desto besser ist es im Nachhinein. Drückt man die Leisten nämlich zusammen, dass sie bündig sind. So, und dann drückt man nämlich von oben jetzt schön drauf. Seht ihr eigentlich was? Leute, tut mir echt leid. Das muss jetzt gerade so ein bisschen schnell gehen. Seid mir nicht böse, wenn da jetzt irgendetwas fehlt, videotechnisch. Auch das Holz bekommt noch ein bisschen Band ab. So. So. Ja, dann würde ich sagen, Leute, ich mache hier sauber und dann sehen wir uns in ein paar Stunden wieder. Bis gleich. Jetzt bin ich natürlich etwas ungeduldig gewesen und dachte mir, komm, machst du mal auf, löst du mal die ganzen Zwingen. Aber ich bin mir da jetzt nicht so sicher, ob ich das jetzt machen soll, ob das wirklich schlau wäre. Ja, das ist noch ziemlich flüssig, wie ihr sehen könnt. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es in den Zwischenräumen aussieht,
ob man das schon mal lösen sollte. Schaue ich aber jetzt hier in dem Bereich, da ist es schon ziemlich hart. Also Zwischenräume kann ich mir vorstellen, dass es schon hart geworden ist. Ich will nichts riskieren. Ich kann aber schon mal den überschüssigen Leim erstmal ein bisschen abkratzen. Das geht. Das kann man machen. Ich löse das jetzt mal und beobachte das Ganze. Ob sich da irgendetwas löst oder sonst was. Ja, das sieht schon mal gut aus. Also wenn man sich 100% sicher sein möchte und jetzt nicht riskieren will, wie ich, dann sollte man das am besten die ganze Nacht trocknen lassen, abhärten lassen. Und dann ist man auf der sicheren Seite. Ich versuche das jetzt mal so langsam zu abzunehmen. Ja, das geht doch wunderbar. Gut, das muss natürlich ein bisschen abgeputzt werden. Das machen wir aber auch hier sofort. Ich werde das jetzt mal hier noch mal ein bisschen sauber machen, auch die Form mal kurz abwischen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon mal was vorbereitet. Ich werde das jetzt mal schön festmachen. Ich werde jetzt natürlich nicht direkt mit dem Hobel drüber gehen. Ich habe ja hier so eine Ziehklinge. Mit der Ziehklinge werde ich jetzt das Ganze erstmal abziehen. Die Endstücke, so bis 3 bis 4 cm, werde ich sowieso absägen. Von daher ist das jetzt nicht so schlimm. Jetzt werden wir mal mit dem Hobel das Ganze erstmal runterhobeln. Perfekt. Wir haben ja jetzt so viel Arbeit da reingesteckt, also darf es auch mal schön aussehen, oder? Also ich denke mal, das Projekt Schaukelstuhl kann demnächst kommen. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt aus. Es gibt ein paar Unebenheiten, die kann man ausgleichen. Das ist nicht das Problem. Wichtig ist, dass man wirklich eine vernünftige Form hinbekommt. Und ich denke mal, dass es mir gelungen ist. Wenn ihr auch derselben Meinung seid, lasst es mich wissen. Gebt mir einen Daumen hoch und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon hält. Sei es jetzt von der Technik. Die Verformtechnik oder auch die Technik, die ich beim Zusägen der einzelnen Streifen angewendet habe. Im Anschluss bekommt ihr auf jeden Fall noch einen kurzen Ausschnitt, wie ich das Stück hier unter Last teste. Das war's jetzt. Endgültig. Liebe Freunde, macht's gut, bis dann. Tschüss.